Buddhismus. Die bessere Alternative? Millionen Menschen, auch in Europa, schwören darauf. Doch was steckt wirklich dahinter? Wofür gibt es 16 Höllen? Und was bedeutet die Lama-Herrschaft für das gemeine Volk von Tibet? Darüber sprechen wir mit Georg Fischer, Vajrayana-Buddhist, Helmut Tauscher, Tibetologe und Buddhismuskundler, sowie Karl Linek, Religionskritiker. Es werde Licht!